Wir sehen hier das Samsung i8000 Omnia 2 und testen jetzt mal die Internetfunktionen des Handys. Ich kann hier über diesen Schnellzugriff auf den Opera-Browser zugreifen und dann wählt sich das Handy ins Internet ein. Und es geht auch recht schnell. Das Omnia 2 hat ja HSDPA oder und HSUPA oder kann sie auch über WLAN ins Netz wählen. Und wenn ich jetzt hier unten rechts auf diesen kleinen Pfeil drücke, dann kann ich hier oben auch die Internetadresse ändern. Also ich finde, wenn man das Handy hier im Querformat hält, dann kann man die Tastatur eigentlich recht gut bedienen. Das ist ja so eine virtuelle Querztastatur. Wenn ich das jetzt wieder ins Hochformat drehe, finde ich, dass es recht kleine Tasten sind. Also angenehmer ist es wirklich im Querformat, vor allem da kann man dann auch beide Finger mit zwei Fingern schreiben. So, ich sage jetzt hier mal verbinden. So, die Seite hat sich geöffnet. Das war schon ganz in Ordnung. Da gibt es allerdings Handys, bei denen funktioniert das wirklich noch ein bisschen zackiger. Und ich kann mich jetzt hier auf dem recht großen Touchscreen bewegen und habe jetzt hier wieder über diesen Pfeil die Möglichkeit, zum Beispiel hier meine Favoriten anzeigen zu lassen oder kann jetzt hier einen neuen Tab anlegen oder hier wieder zurück zu meiner Startseite gehen. Und wenn ich das jetzt mal wieder ins Querformat drehe, vergrößert er die Ansicht etwas und dann kann ich mich hier auch wieder mit dem Touchscreen darauf bewegen. Und damit man die Inhalte noch ein bisschen besser lesen kann, kann man hier einfach zweimal in das Display tippen, dann zoomt er raus und wenn ich da rein nochmal drauf tippe, dann zoomt er wieder rein. Und auch hier recht präzise, manchmal brauche ich halt einen Moment, bis er die Seite wieder darstellen kann. Und ich kann jetzt auch hier nochmal einen Link anklicken. Also der hakt ja leider manchmal ein bisschen, bis er dann die Seite, wie jetzt zum Beispiel, wieder anzeigen kann. Das kann man aber, denke ich, mal in Kauf nehmen. Also man kann die Texte schon wirklich recht schön lesen hier auf dem großen Display. Und gerade wenn man das hier so im Querformat hält, sollte das auf jeden Fall ganz angenehm sein, hier mit dem Omnia 2 im Internet zu surfen.